Hallo und herzlich willkommen. Im heutigen Talk wird es um Sicherheitsanforderungen gehen. Sascha wird uns hier, Schlescher wird uns hier einen schönen Einblick in das Thema bringen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, ahoi. Freue mich hier auch mit an Bord zu sein. Auf der wohl besten MMCD aller Zeiten geht es jetzt in Tag 2. Der erste war schon fantastisch. Ich weiß gar nicht, wie es noch besser werden soll. Ich trage vielleicht ein kleines Schärflein dazu bei. Ihr kennt das, ne? Ihr lest einen heißen Security-Artikel und irgendwie hat es wieder ein Großkonzern verkackt. Und ihr fragt euch eigentlich so, wie geht das? Wie kann es eigentlich sein, dass die ganze Zeit irgendwie Security am Ende in den Produkten gar nicht ankommt? Und ich habe mich gefragt, nachdem ich ja auch letztes Jahr hier einen Vortrag gehalten habe zu dem Thema, wieso kommt eigentlich keine Security in diese Produkte rein? Warum könnten wir nicht einfach mal Sicherheit anfordern? Ja, also vielleicht mit Sicherheitsanforderungen. Und darum soll es heute gehen, das will ich mit euch besprechen. Und ja, ich würde sagen, stechen wir in den See. Erst ein bisschen was zu mir, das bin ich, Servus, Grüezi und Hallo. Und hier seht ihr mich so und draußen sehe ich dann so aus, ja, dann ohne Maske. Ich bin Information Security Officer bei der DB Vertrieb, bei der Deutschen Bahn und bin dort für den Prozess für sichere Softwareentwicklung zuständig. Und das heißt, ich mache am liebsten Werbung für sichere Softwareentwicklung. Und ich habe eine relativ lange Geschichte bei der DB. 2011, direkt nachdem ich hier aus einem dieser Vorlesungsräume rausgekommen bin, als Wirtschaftsinformatiker, habe ich erstmal in der Beratung gearbeitet, IT-Governance und IT-Security-Projekte gemacht und bin dann seit 2022 wieder oder beziehungsweise erstmals als Interner bei der Bahn, bei der DB Vertrieb gelandet. Ja. Und wenn man eben so als Wirtschaftsinformatiker in den Bereichen IT und in den Bereichen der BWL rumturnt, da gibt es auffällige Ähnlichkeiten. An den Bürotüren hängen auch irgendwie Cartoons, ne, während das bei den IT-Lern eben der XKCD ist. Und muss ich erklären, habe ich letzte Woche gerade erst einen Kollegen erklärt, was ein XKCD ist. Der kannte Bobby Tables eben noch nicht. Und andersherum muss ich Informatikern immer erklären, was ein Dilbert-Cartoon ist. Das muss ich bei den BWLern nicht. Und das da ist ein Dilbert-Cartoon, den habe ich ein bisschen angepasst. Und in dem Fall ist es so, wenn ich mit BWLern spreche, dann bin ich immer quasi Mordack, der Verhinderer von IT-Diensten. Ja, es gibt irgendein Meeting und in den Meetings, in denen ich drin bin, heißt es dann irgendwie so, Sicherheit ist wichtiger als Benutzerfreundlichkeit. In einer perfekten Welt kann niemand irgendetwas benutzen. Na, da ist es sicher. Und dann liest hier eben Asok, aus Sicherheitsgründen ist Bahn.de abgeschaltet, kaufen Sie Ihr Papierticket bitte im Reisezentrum. Und so falsch ist es nicht, denn wenn es schlimm ist, ist Abschalten besser als weiterlaufen lassen. Und das hört aber der BWLer nicht gern. Und deswegen wirkt es so ein bisschen immer, wenn ich mit der Fachseite zusammenkomme, als ob das ein Beat'em'up ist, in dem es heißt Sicherheit versus Funktionalität. Und ich habe mich gefragt, wieso kommt dieser Frust immer zu mir? Warum muss ich darunter leiden? Und das ist ganz einfach. Die Fachseite nimmt Security dann halt immer dann wahr, wenn es Probleme gibt. Und die Probleme kommen wo? Naja, gehen wir in den Software-Entwicklungslebenszyklus und haben wir hier die Phasen. Ich habe wunderbar einfach mal im Netz nach was geguckt, habe die mir aufgeschrieben, zack, und dort gibt es eigentlich zwei Punkte, wo ich mit der Fachseite eben rede. Das ist, wenn ein Kunde sich meldet und sagt, hier ist was schiefgegangen. Oder halt, wenn ein Pentest kurz vorm Go Live sagt, hier ist was schiefgegangen. Das Ergebnis ist das gleiche. Ja, es müssen Leute irgendwie Geld in die Hand nehmen und einen Hotfix programmieren. So. Das ist jetzt kein sicherheitsspezifisches Problem, denn Fehler werden, das wissen wir eben anhand von Untersuchungen, relativ spät erst beim Testen gefunden. Und das ist natürlich relativ doof. Ja? Insbesondere dann, wenn halt eben je später man sie findet, die Behebung teurer wird. Ich erzähle euch nichts Neues, euch kommt die Folie vielleicht schon bekannt vor. Deswegen auch zu guter Letzt eben hier ganz schnell, die Fehler werden natürlich hauptsächlich dort eingeführt, wenn der Code geschrieben wird. Und das Buzzword, das jetzt leider kommen muss, ist Shift Left. Ja, also wir wollen jetzt quasi diese Kurve, die Fehlerentdeckung, möglichst nach links verschieben.
Und beziehungsweise hier ist das dahin, so. Und die, die Folgen sind, dass wir halt Geld sparen. Damit bin ich auch bei den BWLern, bei der Fachseite gut dabei. Geld sparen klingt immer gut. So, und ich habe mir gedacht, naja, wenn wir jetzt da sind, irgendwie so, es fehlt ein bisschen was. Das Thema vom Talk heute ist Sicherheitsanforderungen und in dem Entwicklungslebenszyklus, den müssen wir jetzt ein bisschen Platz machen. Da fehlt die Anforderungsanalyse und der Architektur bzw. der Lösungsentwurf. Und was können wir eigentlich hier machen, da, dass da schon Security reinkommt? Weil dann könnten wir vielleicht Fehler, die wir dann, die müssen wir gar nicht erst entdecken, sondern die können wir vermeiden. Das heißt, wir müssen heute reden über Sicherheit und wie man sie anfordert. Und worüber wir heute sprechen ist, was sagst du denn zur Anforderung? Über Quellen, über das Budget und schließlich machen wir noch ein Wrap-up, was wir heute gelernt haben. Es wird schnell. Fragen stellt ihr bitte am Ende. Und genau, ihr dürft mich auch nicht bremsen. Also, was sagst du denn zu Anforderungen? Das erste ist, wenn wir über Definitionen sprechen, naja, gucken wir mal in den Duden rein und überlegen uns, was ist eigentlich eine Anforderung? Die Anforderung ist der Anspruch, die Forderung an jemandes Leistung. Okay, in dem Fall an den Entwickler wohl. Ne? Und dann dachte ich mir, naja, der Duden ist vielleicht nicht so gut. Wir reden hier über Sicherheit im Umfeld von ISO 27001 und den Familien dazu. Also gucken wir mal in der ISO-Definition nach. Die haben gute Definitionen, das wirklich empfehle ich. Also gucken wir in die Spec und lesen dort in meiner Übersetzung. Eine Anforderung ist ein Bedürfnis oder Erwartung, die spezifiziert, allgemein impliziert oder obligatorisch ist. Okay, irgendwie in dem Satz steht gar nicht drin, wer das ist, wer macht das. Also wenn irgendjemand sagt, dass es obligatorisch ist, muss jemand sagen dürfen, dass es obligatorisch ist. Und wenn jemand spezifiziert, also irgendjemand muss das irgendwie machen. Das ist in der Regel die Fachseite. Das ist dann eine junge Frau, die ganz engagiert ist. Und die sagt dann, der Kunde möchte Features. Klar, wir alle wollen Features, denn wir bezahlen Geld dafür, dass ein Problem gelöst wird. Und dieses Problem, das gelöst wird, wird halt eben mit Funktionalität erschlagen. Also was soll das Produkt, das Service können und welche Features soll es haben? Und wenn ich mit Entwicklern spreche, warum haben wir keine Security drin, dann sagen die, ja, weil wir immer nur Features machen. Und ich so, okay, gut, dann lasst uns über nicht funktionale Anforderungen sprechen, also über die Dinge, die Qualitätsaussagen sind über diese Funktionalität. Also Skalierbarkeit, Wartbarkeit, Schnelligkeit oder halt eben auch Sicherheit. Und das ist irgendwie so der Fall, dass ein Produkt kann funktionieren ohne Sicherheit. Die Frage ist, wollen wir es? Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Meistens hängt es daran, dass wir nicht funktionale Anforderungen nicht verstehen. Also ist meine These jetzt, dass Software ein digitales Produkt ist und viele Menschen keinen intuitiven Zugang dazu haben, was sie an Software für Anforderungen haben, an nicht funktionalen Anforderungen. Und wir probieren das mal aus, indem wir jetzt eine ganz analoge Anforderung wollen. In dem Fall formulieren wir dann die in natürlicher Sprache und oft landet sowas dann auf meinem Tisch. Hier, die Kunden sollen etwas erhalten, mit dem sie Wasser bequem am Platz trinken können. Und dann sagen die so, ist das sicher? Mach das mal sicher. Und ich denke mir nur so, wieso, ich habe 1000 Fragen zu diesem Sätzchen in natürlicher Sprache. Welche Kunden, Online-Kunden, Reisende, erste Klasse Reisende? Was ist dieses Etwas, das sie erhalten sollen? Wann wird es bereitgestellt und wie? Gibt es besondere Zeiten, bei denen sie das nicht dürfen? Welche Eigenschaften hat das Wasser, ne? In Bezug auf Menge, Wasserqualität und so weiter. Zu jedem einzelnen Wort ein Haufen voller Fragen. Und ich will das jetzt hier nicht strengen, weil wir über Sicherheitsanforderungen sprechen wollen. Aber das Wichtigste ist, wenn wir halt eben Shit-in an Anforderungen reinkommt, kommt nur Shit raus. Und um das zu verhindern, gibt es etablierte Methoden. Und meine Empfehlung ist, das Handbuch hier für diese Schulung und Zertifizierung kann man sich kostenlos runterladen, den Certified Professional for Requirements Engineering, Kapitel 3.2 und Kapitel 3.3 angucken, lesen und wie Smarties irgendwie im Fachbereich verteilen. Sagen hier, Leute, wenn ihr Anforderungen macht, macht sie bitte richtig und dann, wenn wir eine gemeinsame Vorstellung davon haben, was ihr wollt, dann kann ich anfangen, drüber nachzudenken, was Sicherheit ist.
Gut, okay, dann ist es quasi weiter wieder, wir wiederholen das mal, so eine User Story oder ein Epic Value Statement, wenn es gut gemacht ist, das ist dann quasi etwas, schon eine etwas bessere Beschreibung unserer Anforderungen. In dem Fall hier tun wir mal so, dass es im ICE kein Bordbistro mehr gibt und deswegen hat eine schlaue Umfrage auf bahn.de rausgefunden, dass die Reisenden es irgendwie total unbequem finden, sich das Wasser aus dem Wasserhahn des Zug-WCs zu holen. Und der Fernverkehr möchte jetzt eine bequeme Lösung für dieses Problem finden. Und er formuliert folgendes Epic Value Statement. Für, das ist jetzt meine Persona, mein Kunde, Kunden des Fernverkehrs oder wir würden sagen Reisende, die Durst haben, das ist offenbar eben jetzt ein Mangel, ist ein Gefäß das, hier wird meine Lösung schon ein bisschen konkretisiert, Wasser am Wasserhahn aufnimmt, funktionale Anforderung Teil 1, das Wasser auf Verlangen an den Mund abgibt, 2, und am Platz auf dem Klapptisch aufbewahrt werden kann, 3, eine Lösung und Nutzen, Möglichkeit, komfortabel den Durst am Sitzplatz zu löschen, im Gegensatz zum aktuellen Problem, ständigen Laufen zur Zugtoilette, um direkt aus dem Wasserhahn zu trinken. Fantastisch. Wenn ich jetzt euch frage, welche nicht funktionalen Anforderungen sollte dieses Trinkdings, dieses Etwas, dieses Gefäß haben, dann könnt ihr mir jetzt mal reinrufen, was sollte diese Lösung auf jeden Fall können, qualitätsmäßig. Dicht halten, ganz genau. Es sollte stabil bleiben, es sollte quasi seinen Zustand behalten, dieses Gerät. Vielleicht noch eine zweite Idee, was wir da eben noch, was wir noch bräuchten. Fantastisch, genau. Lebensmittelecht sollte es sein. Und ich finde es fantastisch, eure Zurufe, weil ihr mir jetzt die Überleitung zur nächsten Folie quasi einfach macht. Das Erste, worüber wir sprechen, ist Stabilität. Ja, es soll nicht auslaufen. Das Zweite ist der Gesundheitsschutz. Wir wollen halt eben, dass die Materialien in irgendeiner Form, also ich habe die nicht bestellt, ne? Also das will ich nur sagen. Aber lustigerweise war es die Reihenfolge, in der meine Frau das heute Morgen auch gesagt hat. Und ist klar, das soll quasi irgendwie, keine Ahnung, das Material sollte nicht strahlen, sollte nicht vergiften. Und wenn wir weitergehen, fallen uns eine ganze Menge weiterer Kriterien ein, wie es sollte vielleicht keine 4 Kilo wiegen, es sollte verfügbar sein, es sollte in der Größe halt nicht den Becher von einem amerikanischen Super Size Meal haben, es sollte vielleicht einen Verschützschutz haben und natürlich heutzutage, wir wollen das Plastik ja wiederverwenden, vielleicht ist es ein Mehrwegbecher, den wir übrigens auch wirklich anbieten. Und zu guter Letzt auch danke an Unicorn für dieses Beispiel. Wir wollen nicht einen Becher mit allen teilen. Ja, also es wäre ja durchaus eine denkbare Lösung, dass wir einen Edelstahlbecher haben für ein Abteil und jeder darf aus dem Becherchen trinken. Okay, so weit, so gut, das erklär ich überall und jeder versteht's an der Stelle. So, warum funktioniert das nicht bei Digitalprodukten? Denn wenn wir uns diese drei Sachen hier angucken, wir wollen, dass die Integrität unserer Lösung geschützt ist. Wir wollen, dass unsere Lösung verfügbar ist, und zwar dann, wenn wir sie brauchen. Egal, wenn der Zug nicht fährt, wenn unsere Lösung nicht benutzt wird, brauchen wir das System nicht. Und wir wollen nicht, dass jemand auf unsere Daten zugreifen kann, ohne dass das quasi erlaubt ist. Ja? Und diese drei Ziele sind Informationssicherheitsschutzziele. Und in der Literatur kann man sich das leicht merken für die Prüfung. Mit der Abkürzung CIA, Confidentiality, Integrity, Availability. Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Und sind das alle? Wer in der Vorlesung gut aufgepasst hat, weiß, nein, das sind nicht alle, aber das sind die, auf die sich irgendwie die Wirtschaft geeinigt hat, auf die konzentrieren wir uns. Wir haben natürlich noch mehr und drei weitere will ich noch wenigstens mit erwähnen. Das ist Authentizität, also bin ich der ich vorzugeben tue scheinen sein. Ja? Oder dann haben wir die Verbindlichkeit oder Nichtabstreitbarkeit. Ist das, was ich sage, kann ich das nachher abstreiten, dass ich etwas getan habe oder dass ich etwas nicht gemacht habe? Das ist für das Schließen von Verträgen relativ wichtig. Ja? Und dann haben wir eben auch noch die Autorisation, also bin ich dazu befugt, etwas zu tun. So, ich mache es ganz kurz. Man kann diese Dinge auch verletzen und wenn wir diese Reihenfolge ein bisschen umdrehen und die Anfangsbuchstaben der englischen Begriffe uns auswählen, dann kommt da Stride raus, das hören wir nachher nochmal. Es geht dabei um Spoofing, die Identitätstäuschung,
Tampering, die Datenmanipulation, Repudiation, die Abstreitbarkeit, Information Disclosure, die Informationspreisgabe, die Denial of Service, die Dienststörung und E, die Elevation of Privilege, die Rechteerweiterung. Und ich habe das hier nochmal drin, dass ihr euch quasi diesen Dualismus klar macht. Es gibt etwas, das wird quasi als Ziel angesehen und es kann verletzt werden. Und dann dachte ich mir so, na gut, also es gibt die OWASP. Die OWASP ist so die Nichtregierungsorganisation, die sehr viel im Bereich Security macht und die haben sehr viele schlaue Leute, haben daran gearbeitet. Okay, gut, dann lasst uns mal überlegen, was haben die denn geschrieben in den Proactive Controls zum Thema Sicherheitsanforderungen? Und wir stellen fest, dass das, was wir gerade gesehen haben, diesen Dualismus, diesen Welle-Teilchen-Dualismus, den haben wir auch hier in der ersten Control Define Security Requirements, haben sie das ein Stück weit beschrieben. Ja? Und zwar sagen sie dann hier, eine Sicherheitsanforderung ist bla 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 und sie eliminiert eine potenzielle Schwachstelle. Und das war jetzt wirklich mein, als ich das gelesen habe, mein Heureka-Moment. Ich habe gedacht so, okay, jetzt verstehe ich eine ganze Menge mehr und das wird euch hoffentlich während dieses Talks und danach auch noch begleiten, dass ihr das verstanden habt. Ne, wir haben eben die Sicherheitsziele gehabt und eine Verletzung auf der anderen Seite. Und jetzt sagen sie hier, das geht auch noch weiter. Eine Anforderung, eine Sicherheitsanforderung verhindert eine potenzielle Schwachstelle. Das bedeutet andersherum, dass eine Schwachstelle eine vergessene, übersehene Sicherheitsanforderung ist. Okay, das merken wir uns und leiten uns unsere eigene Definition ab. Dafür und können zusammenfassen, die Sicherheitsanforderung ist ein Bedürfnis oder Erwartung, die spezifiziert, allgemein impliziert oder obligatorisch ist und ein Sicherheitsziel betrifft. Ihre Umsetzung verhindert eine potenzielle Schwachstelle. Okay, gut. Wenn ich das jetzt so vortrage, dann kommt als nächstes die Frage, aber Slasher, ich habe das noch nie gemacht, wer schreibt mir denn jetzt die Anforderung? Keine Bange. Ihr müsst ihn nicht selbst schreiben. Ja? Wenn wir in der Organisation auf niedrigen Reifegrad seid, ihr gerade irgendwie im Studium seid, müsst ihr euch nicht selbst ausdenken. Und eine Quelle ist keine Quelle. Es gibt ganz viele, so viele, dass wir die sogar irgendwie unterscheiden und einordnen müssen. Fangen wir an. Vorgabenkataloge und Analysemethoden. Bei den Vorgabenkatalogen haben wir drei Möglichkeiten. Entweder liegen sie bereits irgendwie so extern vor in unserer Welt, in unserer Natur. Intern, also konzernintern, irgendjemand hat Vorgaben gemacht, was wir implementieren sollen. Oder wir haben Best Practices, wo jemand sagt, das ist eine gute Idee, das so zu machen. Okay, wir skippen kurz drüber. Wir haben rechtliche Vorgaben, die Datenschutzgrundverordnung, das IT-Sicherheitsgesetz, Thema Kritis. Mit der NIS 2 haben wir was, was bald kommen wird und heftig diskutiert wird. Wir haben regulatorische Vorgaben, das heißt, Banken haben irgendwie die BaFin, die Finanzaufsichtsbehörde, bei der Eisenbahn haben wir das EBA, das Eisenbahnbundesamt. Wir haben ja, je nach Branche unterschiedliche Regulatoren und unterschiedliche Schärfe dafür. Wir haben vertragliche Vorgaben. Jeder, der Kreditkartendatenzahlung anbietet, hat dabei unterschrieben, dass er bestimmte Sachen einhält in Bezug auf Security. Und wir haben Kundenwünsche, bei uns ist es der DB-Kundenblick oder halt inoffizielle Foren wie der ICE-Treff oder die Drehscheibe online. Überall sagen die Leute, was sie eigentlich erwarten, dass wir an Sicherheit ins Produkt reinbekommen. Wir müssen das halt eben nur rausfinden und eine gute Anforderungsanalyse macht das systematisch. Dann haben wir, wenn uns das nicht reicht, in einem großen Konzern immer bestehend irgendwie ganz viel Richtlinien. Und die sind zum Betrieb von Software, die sind von Kommunikation, für den Aufbau der Netze, für die Datenklassifikation und so weiter. Das wird runtergebrochen, in der Regel pro Konzerneinheit in einem ISMS. Ja, gab es gestern einen schönen Talk dazu, wenn ich weiß, was das ist. Im Grunde genommen sagen wir, das regelt das alles ein bisschen konkreter. Ja, wir haben da Prozesse. Wie soll ich jetzt sicher Software entwickeln? Und dann haben wir auch noch Regelungen, die auf der Programm- oder Teamebene abgestimmt werden, die in der DoD, in der Definition of Done drinstehen, wo man sagt, wir wollen einfach alles, was wir wollen, alle Daten, die irgendwie übertragen werden, halt mit einer JSON-Schema-Validierung machen. Wir wollen halt irgendwie die Eingabe validieren. Oder wir sagen halt, wir treffen bestimmte Entscheidungen. Ja, bei uns, beim Team, dass wir Sicherheit an bestimmten Stellen immer so machen wollen.
Okay, jetzt, wenn man gar keine Ahnung hat und vielleicht weder die externen Vorgaben versteht, noch die internen Vorgaben irgendwie existieren, ja, weil da halt eben momentan braune Wiese ist, dann gibt es die Best Practices. Das sind Normierungs-, Standardisierungsbehörden, eben wie von der ISO oder NIST. Wir haben Behörden, ja, also das BSI gibt mit dem Grundschutz sehr deutliche Vorgaben, was man tun kann. Und wir haben Best Practice Frameworks wie vom Safecode Foundation, von der OWASP oder eben vom CIS. Und da lohnt es sich drauf zu gucken. Das ist jetzt generisch, also im Grunde genommen lösungsunspezifisch. Und dann kann man ja sagen, ja, wir haben ja eigene Sachen, und dann muss man immer auf die eigenen Sachen drauf gucken. In dem Fall haben wir Misuse Cases und Bedrohungsanalysen, wo man systematisch Sicherheitsanforderungen ableiten kann. Schauen wir uns nachher eben an. Was wir uns nachher nicht angucken, sind dann die Sachen, die in der Produktion passieren können. Das ist dann quasi auch nicht mehr eine Sicherheitsanforderung, sondern eben die Detektion von Schwachstellen oder die Meldung von Schwachstellen. Ne? Aber im Grunde genommen das Gleiche, deswegen hier aufgeführt. Soll heißen, man kann natürlich mit Schwachstellenscannern draufgehen, man kann einen Penetrationstest machen lassen, ein Red Team Assessment machen lassen, und wir können mit einer Meldung von außen halt eben auf einen Sicherheitsvorfall mit einem Postmortem reagieren, dass wir das eben uns analysieren, was schiefgelaufen ist. Wir können eine Schwachstellenmeldung aufnehmen und behandeln und nachher als vergessene Sicherheitsanforderung eben mit aufnehmen, und wir haben auch ein Bug Bounty Programm, das es professionell machen kann. Okay. Was wir uns jetzt angucken, ist, wie technisch das ist. Denn normalerweise in den Gesprächen sagen mir die Leute immer so, das ist so weit weg, die Anforderungen haben doch gar nichts mit unserer Lösung zu tun. Es ist ja quasi, wir sollen einfach sicher entwickeln, aber keiner sagt, was sicher ist. Nee, das, was ich euch jetzt zeigen will, ist, dass das äußerst konkret ist, dass es nur keiner liest. Und ihr solltet das machen, ja, denn das lohnt sich. Also, ich spare die Einleitung zum Thema Kritis. Es gibt dort eben den Paragraph 8a Absatz 1 BSIG, die Konkretisierung der Anforderungen. Und da wird quasi gesagt, genau das meinen wir damit. Und das, was damit gemeint wird, das ist hier eben aufgezählt in den Anforderungen. Und wenn wir das jetzt mal durchscrollen, da sind Sachen, da steht eben was wie Schutz vor Schadprogramm. Okay, ja, boring. Datensicherung und Wiederherstellung. Boring, aber das hat doch schon irgendwie so ein bisschen was mit Entwicklung zu tun. Jetzt gucken wir mal genauer hin. Dann haben wir Systemhärtung, wir haben sichere Anmeldeverfahren, Passwortanforderungen, wir haben dann, scrollen wir weiter, eben Verschlüsselung von sensiblen Daten, Schlüsselverwaltung, Netzwerke, Administration. Okay, das ist echt technisch, und da sollte man mindestens bei der Entwicklung, beim Entwicklungsprozess oder zumindest eben die Anforderungen ans Produkt hier, die da aufkommen, die sollte man sich angucken, wenn man kritisch relevant ist. Okay, gut. Dann sind wir glücklicherweise bei der DB Vertrieb in großen Teilen nicht kritisch relevant, aber wir haben eben Kreditkartendaten, die wir benutzen. Und überraschenderweise ist das so, dass viele Entwickler von PCI DSS noch nichts gehört haben. Auch da, also da, worum geht's da? Wenn man diesen Vertrag unterschreibt mit jemandem, der für einen die Kreditkartenzahlung organisiert, da verpflichten sich eben alle Händler und Service Provider, also auch der Hoster an der Stelle, bestimmte Dinge zu erfüllen. Ansonsten, ne, und das muss man jährlich nachweisen, akkreditiert, zertifizieren oder wie auch immer das heißt. Und wenn man das nicht macht, gibt es eine Strafe. Entweder gibt es halt eine Strafzahlung, erhöhte Transaktionsgebühren oder vielleicht eben sogar sagen die, nee, mit dir wollen wir kein Geschäft mehr machen, weil das zu teuer für uns ist. Weil dein Informationssicherheitsrisiko oder die Art und Weise, wie du das machst, so hoch ist, dass sich das für uns nicht rechnet. Und auch hier geht es wieder ganz konkret in 6 Ziele, 12 Maßnahmen. Wir skippen nur kurz an. Es geht um eine Firewall-Konfiguration, um die Kreditkartendaten zu schützen. Man soll eben eine Systemhärtung vornehmen und keine System-Defaults, weder bei Passwörtern eben noch in der Konfiguration nehmen. Es geht um den Schutz der Kreditkartendaten jetzt hier, wenn sie gespeichert werden. Klar, die müssen verschlüsselt werden, wenn sie übertragen werden. Und die ganzen Sachen sind so spezifisch, dass eben auch Krypto vorgegeben wird. Ja, dass gesagt wird, die Krypto bei TLS 1.2 darfst du nicht benutzen.
Die möchten wir nicht, die betrachten wir als unsicher. Und wenn eben einer unserer Scanner, den du durchführen musst, das entdeckt, dann bist du nicht compliant und dann musst du, hast du halt das Risiko, eben sanktioniert zu werden. Und sanktioniert werden bedeutet Geld. Geld ist eine Sache, können wir super mit der Fachseite sprechen. Da hört jeder zu. Und dann wissen die, hier sollte man möglichst schnell Sicherheit irgendwie anfordern. Okay, klasse. Die Rahmenrichtlinie, ich skipp's nur an, es ist wirklich nicht so interessant. Bei uns wird die gerade eben überarbeitet. Es ist ein 300 Seiten starkes, episches Werk. Das ist, wie sich das für so ein Werk gehört, voller Inkonsistenzen und Redundanzen. Das ist nicht böse, das ist halt einfach so, wenn man so viele Anforderungen auf einen Haufen schmeißt, passiert das. Wichtig, warum ich es hier noch mitgenommen habe, ist, das Ganze hängt unter dem Thema Risikominimierung bei uns. Sieht man jetzt hier nicht, ist auch nicht so wichtig. Und man sieht unten drunter, gibt es einzelne Regelungen für sichere Softwareentwicklung, sicheren Betrieb, sichere Konfiguration, sichere Nutzung, sichere. Okay, also auch da wieder ganz viele Anforderungen, muss man nur finden. Ja, aber Slasher, das ist total generisch. Wie mache ich denn jetzt meine Architektur sicher? Verstehe ich, wenn man das noch nie gemacht hat. Habe ich auch noch nicht gemacht. Als ich es auch nicht gemacht habe, habe ich auch gedacht, wie soll ich denn jetzt hinkommen? Wer erklärt mir das? Okay, wir haben die OWASP und die OWASP hilft uns an der Stelle mit, dem Application Security Verification Standard. Das ist ein richtig feines Dokument. Wer es nicht kennt, ich empfehle es euch. Wirklich. Also das ist von der Materie her super interessant. Denn das Tolle ist, da steckt Verification drin und Verification heißt überprüfbar. Und es sieht sich als Katalog überprüfbarer, also testierbarer Anforderungen und die sind fantastisch gut gegliedert in 15 Kapiteln. Und diese 15 Kapitel beziehen sich auch noch aufeinander, denn das erste heißt Anforderungen an Architektur, Design und Threat Modeling. Und das erste Unterkapitel dort ist etwas, was den sicheren Software Development Lifecycle beschreibt und ich denke, es wird wahrscheinlich auch Sicherheitsanforderungen in irgendeiner Form erwähnen. Und danach können wir hier quasi sehen, dass die Unterkapitel zu den großen Kapiteln passen. Also Kapitel 1, 2 mappt auf Kapitel 2 und Kapitel 12, das habe ich mal hier gehighlightet, Anforderungen an die Verifizierung von Dateien und Ressourcen. Die Architekturanforderungen dafür sind im Unterkapitel 1 in den Architekturanforderungen für den sicheren Datei-Upload. Das ist echt cool, weil man jetzt quasi zweigestaltet arbeiten kann. Wenn während des Lösungsentwurfs, während der gebaut wird, während ihr mit den Architekten, mit dem Systemarchitekten und dem Enterprise-Architekt redet, könnt ihr jetzt auf einmal sagen, okay, wir gucken uns erstmal nur Kapitel 1 an. Schaut euch das mal an. Und das sieht dann eben hier so aus, so ein kleiner Schnipsel, da ist dann eine Nummer dran, da ist dann die, hier steht jetzt eben, prüfen Sie, ob die vom Benutzer hochgeladenen Dateien außerhalb des Webroot-Verzeichnisses gespeichert sind. Und das zweite sagt, prüfen Sie, dass vom Benutzer hochgeladene Dateien, sofern sie angezeigt oder von der Anwendung heruntergeladen werden müssen, entweder durch Octet-Streams oder von einer nicht verwandten Domäne bereitgestellt werden. Okay, ist eine coole Idee, dass wir sagen, wir trennen an der Stelle eben beim Datei-Upload die Daten und tun die auf irgendein System, wo nicht andere kritische Aktionen ausgeführt werden. Das ist eine ziemlich smarte Architekturentscheidung, das verstehen auch Architekten logischerweise und die sind dankbar darüber, dass sie das jetzt hier lesen. Ja? Und so kann man diese Kapitel anchecken und sagen, bei dem, was wir uns jetzt ausdenken, nehme ich diese Anforderungen mit rein in den Architekturentwurf oder eben in den Lösungsentwurf. Wieder zurück zur übergeordneten Ebene. Wir haben natürlich dann eben auch weitere im Kapitel 12 jetzt hier an der Stelle Anforderungen. Die untergliedern sich noch in weitere Unterkapitel und sagen dann ganz konkrete überprüfbare Anforderungen für den Datei-Upload. Und hier wird dann eben gesagt, zum Beispiel prüfen Sie, dass die Anwendung keine großen Dateien akzeptiert, ja, damit es keinen Denial of Service gibt. Prüfen Sie, dass komprimierte Dateien auf Zip-Bomben geprüft werden, wo also dann quasi Komprimierungsalgorithmen im Speicher landen können oder dass sich dann halt eben nachher auspackt, weil man es nicht vorher gesehen hat. Und prüfen Sie, dass die Dateigröße und die maximale Anzahl von Dateien pro Benutzer limitiert wird. Selbst wenn ich noch nie eine sichere Datei-Upload gebaut habe, habe ich jetzt hier 3 plus von den Architekturanforderungen 2 5 Anforderungen für den sicheren Datei-Upload, um einen sicheren Datei-Upload zu machen. Ich habe vorher noch nie sicher entwickelt. Fantastisch. Jetzt haben wir so viele, richtig viele Anforderungen und die OWASP ist so nett und priorisiert die uns auch noch. Die sagen, wenn du keine Sicherheitsanforderungen hast, dann hast du auch keine Sicherheit. Keine Arme, keine Kekse. Und jede schlechte
oder jede moderne Anwendung sollte wirklich ein Basislevel an Schutz haben. Das ist Level 1, L1. Und dann geht es weiter, L2 ist im Business-Kontext, im Geschäftskontext, sagen sie, der Standard. Und wer mehr machen will, weil er medizinische Daten, Kritisdaten, Militär oder so weiter eben benutzt, der kann eben noch bis zum Advanced, ja, it's not stupid, it's advanced Level eben vorgehen. Okay, soweit. Wenn ich das jetzt sage, müssten wir eigentlich implementieren können, oder? Nicht ganz, denn da kommt wieder die Antwort. Aber Slasher, ich habe das noch nie gemacht. Wie implementiere ich das denn? Habe ich auch noch nie gemacht. Aber hey, es gibt die OWASP. Und die OWASP hat Cheat Sheets. Wie fantastisch ist das denn? Das heißt, es gibt eben Entwicklungshinweise zu den Cheat Sheets. Und diese Cheat Sheets sind auch noch in einem Index sortiert. Und zwar nach den Kapiteln des ISVS. Das heißt, wenn ich irgendwie die Anforderung 12.2.1 oder 12.1.2 finde, dann scrolle ich hier im Index runter und finde dort die Cheat Sheets passend zur Anforderung. Und dort kriege ich Codebeispiele, dort kriege ich im Grunde genommen das Wohlfühl-Pamper-Paket, um zumindest eben in Java oder in C loslegen zu können. Können wir jetzt? Können wir die jetzt umsetzen? Können wir die jetzt implementieren? Slasher, wir haben sowas noch nie eingeplant. Wie bekomme ich das jetzt in unsere Planung? Okay, das haben andere Konzerne auch das Problem gehabt. Müssen wir uns nicht neu ausdenken, gibt's auch. Safecode. Safecode, da war Adobe, Microsoft und inzwischen sind auch ein paar andere Leute drin, die da Geld zahlen offenbar. Die haben 2012 die Practical Security Stories and Security Tasks entwickelt. Da steht dann tabellarisch drin, eine Security Focus Story hier oben als Architekt, Entwickler möchte ich sicherstellen und als Qualitätssicherer möchte ich überprüfen, dass alle Systemressourcen in Grenzen gehalten oder gedrosselt werden. Und damit das eben auch umsetzbar ist, diese Story, gibt es tatsächlich Backlog-Tasks kostenlos obendrauf. Das ist wie auf dem Hamburger Fischmarkt. Da steht dann eben in dem Fall, der Architekt fängt hier an, eben in unserem Kanban-Board, dass er als allererstes alle Ressourcen identifiziert, die zur Erbringung dieser Funktionalität eben notwendig sind. Upload-Dateigröße, gleichzeitige Verbindung eines Benutzers und die maximale Anzahl an Dateien im Ordner. Okay, wenn wir das gemacht haben, in der nächsten Phase setzt sich der Architekt und der Entwickler zusammen und überlegen, was sind sinnvolle Grenzen? Und jetzt, Achtung, Hammer, sensationell im Konzernumfeld, selten gesehen, das wird auch noch getestet. Es gibt einen Tester, der führt einen Performance- und Stresstest durch und sagt, die Ressourcengrenzen sind realistisch und das ist eventuell sogar durch Daten, eben durch Testdaten, unterfüttert. So schön sieht das dann quasi auf eurem Kanban-Board aus, so sieht es halt eben in dem PDF-Dokument aus. Ja, also eine, hier eben die, mache ich das so, hier seht ihr quasi die Security-Focus-Story und hier sind die Backlog-Tasks, netterweise eben auch auf Architect, Developer, Tester oder alle zusammen halt eben zusammengetragen. Ja, okay, gut, fantastisch. Jetzt haben wir aber wirklich eine ganze Menge an Anforderungen. Aber es geht natürlich noch mehr. Ja, wir haben eben die konzeptionellen Sachen wie Misuse Cases und Bedrohungsanalysen. Und die sind zum Verständnis dafür, dass ihr Sicherheit lebt, dass ihr das versteht. Nutzt die. Dafür sind die wirklich fantastisch. Und im Code und Kekse Vortrag vom letzten Mal habe ich das ein bisschen zusammenhängender quasi auch noch vorgetragen. Wir gucken das uns jetzt auch nur so ein bisschen an. Ja? Also in dem Fall haben wir jetzt unseren ICE-Reisenden und der hat den Use Case mit Gefäß Wasser komfortabel am Platz trinken. Fantastisch. Und wo wir legitime Funktionalität haben, denken wir jetzt bitte drüber nach, welche illegitime Funktionalität haben wir, die jemand nutzen können möchte. Und in dem Fall gibt es Erpresser. Ja? War früher in meiner Jugend, irgendwann in den späten 80ern, war das mal irgendwie modern, dass Supermärkte erpresst worden sind. Warum sollte das nicht jemand eben mit unserer tollen neuen Feature hier Wasser am Platz trinken zu dürfen irgendwie machen? Sprich, hier greift jemand mit dem unbemerkten Vergiften komfortabler Trinkgefäße unseren Use Case an, Gefäß Wasser komfortabel am Platz trinken, um genauer zu sein, die nicht funktionale Anforderung, das eben gesundheitlich unbedenklich machen zu können. Okay, und das Tolle ist jetzt, wenn man die sich aufmalt und ein bisschen aneinander reibt, dann kommt man auf die Idee, ja, dann führen wir eben eine Einzelverpackung von Bechern ein für das komfortable Trinkgefäß. Und das mitigiert jetzt eben einen Misuse Case. Wir haben einen Extended
Use Case, der einen Extended Misuse Case mitigiert. Und dann wird der Angreifer an der Stelle sich überlegen, naja, vielleicht öffne ich diese Verpackung mit Dampf und so weiter. Und das kann man dann quasi bis ins letzte Detail irgendwie sich überlegen, ob man das macht, solange es eben wirtschaftlich ist und solange man irgendwie noch Ideen hat, was schiefgehen könnte. Das heißt, aus diesem Hin und Her definiert man dann halt eben Security Requirements hier, eben die ComfyCup Air 0083, Unversehrtheit des Bechers, und dann beschreiben wir ganz genau, was ist unsere Anforderung. Wir nehmen Bezug auf die Misuse Cases und auf die Use Cases, die angegriffen bzw. unterstützt werden, und so leiten wir Sicherheitsanforderungen ab. Und damit wir keine Schwachstellen mehr haben, ja, werden wir auch nachher hier noch diskutieren, gibt es quasi auch Bedrohungsmodelle, Bedrohungsmodellierung. Und eine Bedrohungsmodellierung ist genau dazu da eigentlich, müsste aus meiner Sicht korrekterweise Schwachstellenanalyse heißen, dass wir uns überlegen, wir haben irgendwie ein Stück Software, das wir entwickeln und das wollen wir schützen. Und das Erste ist, dass wir besser verstehen, welche Assets wollen wir eigentlich schützen und unsere Schutzziele eben, wie gut wollen wir sie schützen, festlegen. Wenn wir das verstanden haben, müssen wir uns überlegen, wovor wollen wir das eigentlich schützen? Ja, in dem Fall haben wir hier 4 bzw. 5 Personengruppen, die Interesse an unserer Anwendung haben können. Das sind eben Fehlbedienung, Leute, die tapsig sind, der Werkstudent, ja, der irgendwie nicht weiß, dass man eine MP3-Datei nicht irgendwie als Fahrplan hochladen sollte. Es könnte aber auch einfach jemand sein, der frustriert ist und Geld dafür bekommt, eine ausführbare Datei auszuführen. Wir haben Script-Kiddies, die mal einfach irgendwie die Werbung von der Bahn im Fernsehen sehen und denken, ja, vielleicht hier das Tool, das ich hier gerade irgendwie gefunden habe, das könnte man doch mal für bahn.de benutzen. Dann haben wir motivierten Hacker, der das Ganze macht, um Geld zu bekommen, also irgendwo Waren- und Finanzströme sind, da an denen es eher interessiert. Und zu guter Letzt haben wir in der Bahn auch Bereiche, wo wir halt eben kritische Infrastruktur haben und dort andere Geheimdienste Interesse haben könnten, entweder aus Wirtschaftsspionagegründen oder halt eben um geostrategische Vorteile abzuleiten. Und die sind unterschiedlich gut mit Wissen ausgestattet, die sind unterschiedlich gut mit Ressourcen ausgestattet, und dann können wir eben an der Stelle priorisieren. Was wollen wir eigentlich jetzt noch an Schwachstellen finden? Nämlich die auf die diese Leute es abgesehen haben. Dazu modellieren wir eben unsere Informationsflüsse. Also wir haben eben Datenspeicher, datenverarbeitende Systeme, und irgendwo dazwischendrin gibt es Informationsflüsse, und die schauen wir uns an. Und zwar systematisch nach, und jetzt erinnert ihr euch an vorhin, genau, Stride, eben genau in diese Kategorien, dass man sich überlegt, was kann ich spoofen, was kann ich tampern, was kann ich abstreiten, was kann ich enthüllen oder preisgeben, wie kann ich den Dienst stören und wie kann ich weitere Rechte bekommen. Und das macht man eben systematisch, und alles, was rauspurzelt, sind Gegenmaßnahmen. Klar, wir wollen natürlich diese Sachen, diese Schwachstellen, die wir gefunden haben, durch Gegenmaßnahmen verhindern. Und diese Gegenmaßnahmen sind, richtig, Sicherheitsanforderungen. So, und ich habe das jetzt ein bisschen, wenn das jetzt zu schnell geht, kein Problem, direkt im Anschluss hier in North Coffelstone Hall, in C205 Ocean Star, hier auf der Bühne, sind Katzenfreunden Heavy unterwegs, und die haben mit ihrem Vortrag Giant Stride to Start a Dive meinem Verständnis nach eine etwas längere Beschreibung davon, was hier quasi passieren wird. Okay, wir haben jetzt wirklich viele, viele, viele Sicherheitsanforderungen. Wie kriegen wir die umgesetzt? Kriegen wir die alle umgesetzt? Müssen wir die alle umsetzen? Wir müssen über Budget reden. Zuerst aber nochmal kurz, das Budget hängt auch so ein bisschen an der Flughöhe. Und wie implementiert ihr das jetzt quasi bei euch? Wenn ihr mehrere Orte habt, wo ihr quasi den Datei-Upload in irgendeiner Form drin habt, dann könnt ihr natürlich es euch einfach machen und sagen, wir hängen eine Constraint über jede User-Story und sagen, die Entwicklung erfüllt die Sicherheitsanforderungen aus den Konzernrichtlinien, aus dem ISMS und alles andere auch. Und dann sagt ihr quasi, ja, nicht mein Problem, sollen die Entwickler mal rausfinden, was das ist. Ja, das klebt man dann auf jede Story drauf und denkt sich, klasse, Sicherheit ist angefordert, mach mal. Okay. Und wir können das natürlich eben sortieren nach dem Abstraktionsgrad und haben entweder halt vorher beim Modellierungsaufwand der Constraints wenig Arbeit
Oder wenn wir halt eben runtergehen bis zur Froschebene, bis zur technologiespezifischen Ebene, wo wir eben sagen, dass halt eine Anwendung niemals Session-Token im UL-Parameter offenbaren darf, dann ist der Modellierungsaufwand vorher an den Anforderungen halt viel tiefer. Okay. Was hat das jetzt mit Budget zu tun? Ja, die Sache ist, wir müssen die Leute ja bezahlen, die das machen. Und die Variante 1 ist, dass wir uns aussuchen, wir haben halt eben sehr einfache Anforderungen. Dann müssen aber alle Entwickler, die wir haben, eben richtig gute Sicherheitsprogrammierkenntnisse haben. So, die sind meistens ein bisschen begrenzt auf dem Markt. Und die andere Variante wäre, dass wir halt eben die Vorgaben so stark machen von den Sicherheitsanforderungen, dass wir die alle möglichst technologiespezifischer machen. Dann schafft das jeder, auch jeder Berufseinsteiger, sicher zu programmieren. So, wenn ihr mich fragt, was sollten wir machen, dann ist ja ganz klar, was wir machen. Wir nehmen sowohl die tolle Modellierung und die tollen Programmierer. Aber spätestens da müssen wir uns die Frage stellen, haben wir so viel Geld, haben wir so viel Budget? Und wenn wir bei den Budgets sprechen, dann haben wir vorhin schon mitbekommen, der Fokus für die Budgets, ja, der liegt eindeutigerweise auf den Features. Und selbst wenn wir mal irgendwie so ein Projekt haben, das irgendwie strategische Bedeutung hat und wirklich sehr viel Geld hat, dann habe ich auch noch nicht mitbekommen, dass man alle funktionalen Anforderungen, alle Sicherheitsanforderungen umsetzen kann. Dort, wo wir gut ausgestattete Projekte haben, dort ist es so, dass die meisten funktionalen Anforderungen umgesetzt werden und die wichtigsten nicht funktionalen Anforderungen. Und die Realität ist, ne, Schmalhans ist in den meisten Konzernen irgendwie Küchenmeister oder Budgetsponsor. Und da heißt es dann eben, man muss halt eben abwägen. Und die Frage ist jetzt, wir haben jetzt alle Sicherheitsanforderungen irgendwie abgeleitet. Ne, und wenn wir die jetzt aufgeben sollen, ja, und die Leute sagen, nee, dafür haben wir kein Geld, wir müssen was anderes machen, dann ist es euer Job, ein Stück weit zurückzuschreien. Und dieses Zurückschreien geht mit zwei Möglichkeiten. Oder wieso zwei? Nee, mit einer an der Stelle. Ihr sagt quasi Risiko. Ihr müsst das Risiko übernehmen und ihr dürft priorisieren. Wenn wir das nicht machen sollen, wenn wir halt nicht gut programmieren sollen, dann müsst ihr das Risiko dafür tragen, dass wir das so schlecht machen. Und das ist das Tolle. Das ist euer Cover-Your-Ass-Schein an der Stelle im Konzern. Und auf diese Art und Weise ist es auch gar nicht mal ungerechtfertigt, bekommt der Fachbereich in die Hand gelegt, das Ergebnis ihrer Entscheidungen selbst zu steuern. Fassen wir kurz zusammen. Erst kommt das Wunschkonzert und dann kommt das Streichkonzert. Und wir müssen jetzt eben wirtschaftlich handeln. Angefangen haben wir damit, dass wir irgendwie festgestellt haben, mit der Security redet man irgendwie die ganze Zeit nur, wenn es schon zu spät ist. Und darauf haben wir gesagt, nee, wir wollen Sicherheit anfordern, wir wollen Geld sparen, wir wollen nach links wandern, Shift, Left. Wir haben darüber gesprochen, was ist eigentlich eine Sicherheitsanforderung, also ein Bedürfnis oder eine Erwartung, die spezifiziert, allgemein impliziert oder obligatorisch ist und ein Sicherheitsziel betrifft und ihre Umsetzung verhindert eine potenzielle Schwachstelle. Dann haben wir uns eben angeguckt, wieso das so schwierig ist mit den nicht funktionalen Anforderungen, dass es halt eben greifbarer ist in der analogen Welt und dass wir halt eben digitale Produkte besser verstehen müssen. Ja, und dann haben wir uns eben überlegt, wie kommen die rein und haben dafür drei Sachen gefunden, nämlich Misuse Cases, den ASVS ganz besonders eben für überprüfbare Sicherheitsanforderungen und ein Bedrohungsmodell. Wie gesagt, jetzt gleich im Anschluss hier dranbleiben und weiter gucken nach der Werbung. Und dann ist es quasi auch egal, ob ihr in einer unreifen Organisation seid oder vielleicht sogar schon in einer etwas reiferen Organisation. Und wenn ihr dann oder wenn ich dann zu euch irgendwann mal vorbeikomme, mit euch unterhalte, dann sieht es vielleicht so aus, dass die Leute sagen, ah, danke, ja, der Informationssicherheitsbeauftragte war da und er hat ermöglicht, dass wir nicht mehr damit beschäftigt sind, irgendwie Hotfixes zu programmieren, weil wir irgendwie wichtige Sachen übersehen haben, die uns auf die Füße gefallen sind. Und wir haben endlich Zeit, die Features zu entwickeln, auf die wir Bock haben. Okay, das war's zum Thema Sicherheitsanforderungen. Ich freue mich, dass wir jetzt gleich noch ein bisschen reden, entweder noch mit Mikro oder ohne. Und wenn euch das gefallen hat und euch das quasi noch mehr interessiert, da ist quasi die andere Kachel, da ist der Vortrag vom letzten Jahr. Diese 10 Fehler macht jedes Monster in Bezug auf Security bei Kot und Kekse. Okay, Dankeschön.